Ich kann nicht mehr rauf, ich kann nicht mehr rauf. Na, Dodo! Dodo, bitte! Oh, shit! Ah, scheiße! Ah, kleine Höhle, ich komme! Oh Gott! Okay, er macht nicht... was? No way! Irgendwie schaffe ich das schon bis da hinten hin. Ja, ja, ich glaube, das wird so ganz gut sein. So, was haben wir denn hier? Ist ja nichts Gefährliches hier. Nein, nein! Nein, nein! Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Aber ohne der Gary, ja Leute, es ist wieder soweit, die Gary ist nicht mit dabei, denn Monster Hunter World hat sie einfach zu sehr gepackt. Wer es nicht kennt, am besten die Videos von uns anschauen. Da seht ihr auf jeden Fall Monster Hunter. Man muss sagen, ist klar, dass die Gary gerade Monster Hunter so übelst geil findet, weil, ihr müsst euch vorstellen, diese Dinos, die bewegen, also sagen wir jetzt, dieser Death Dodo wäre jetzt da und Juggernaut, die würden sich gegenseitig bekriegen und das sieht so übelst geil aus, die Grafik ist so geil, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer geil, geil. Ja, genau, wir haben in der letzten Folge den Death Dodo gezähmt, den werden wir jetzt auch gleich ausprobieren, für den habe ich keinen Namen, denn ich weiß nicht, ich weiß halt nicht wirklich, wie wir den nennen sollen. Und der hier hat sich natürlich entschieden, Captain Barbossa ist es. Das haben die meisten in die Kommentare reingeschrieben, das waren so viele Kommentare, da stand nur Barbossa. Und es passt eigentlich, es passt komplett und den werden wir jetzt mal ausprobieren. Also, der kann mit Rechtsklick, kann er mit den Kanonen schießen, ne? Richtig geil. Ich würde mal sagen, in PvP wäre die okay. Also, in PvP wäre er die übelste Maschine. Also, muss ich echt sagen, wäre halt richtig krass. Linksklick kann er ganz normal zuschlagen. Und auf C kann er... Ja, macht er was? Ja! Die Wasserattacke! Holy shit! Okay, X kann er auch noch, Leute. Das ist eine X-Attacke. Alles klar. Haut er gerade mit seinen Ranken zu? Okay, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich ihn jetzt genau alle ausprobieren kann, weil... Ich habe noch was anderes vor. Das werdet ihr auch noch sehen. Es hat mit den Dodorex da ganz, ganz hinten zu tun. Aber werdet ihr gleich sehen. Das ist natürlich der Death Dodo. Ich hatte in den Kommentaren stand Melody. Da weiß ich aber nicht, weil sie hat es auch in der Aberration-Folge hingeschrieben. Und deswegen wird eventuell ein Rock Drake danach benannt. Oder halt der hier. Ich weiß es halt noch nicht. So, das ist Rechtsklick. Ziemlich geil. Das ist Linksklick, ist eigentlich beides dasselbe. Das ist C. Okay, nothing. Das ist X. Nothing. Kollege, du kannst ja noch irgendwas. Hey Leute, wie funktioniert die Attacke? Wie kann er noch andere herrufen? What the hell? Mach mal, bitte. Hä? Wartet mal, ich probiere mal kurz alle Tasten aus. Irgendwo muss er ja irgendwie die Kinder herrufen. Ja, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie der eine Attacke macht. Also, wie gesagt, ich finde nur die beiden raus und das hier. Keine Ahnung, was es sein soll. Ob das irgendwie ein Tanz sein soll? Also, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären, also warum es macht. Okay, so Dodo, ich will mal aber ganz kurz seine Stärke testen, ne? Weil Juggernaut haben wir ja schon ausprobiert. Der geht ja sozusagen von der Stärke. Aber diesen Dodo müssen wir jetzt ganz kurz mal checken. So, Melee Damage kriegst du jetzt ein bisschen. Okay, er kann springen. Er kann doch... Kollege, nach vorne. Er scheint sehr langsam zu sein. Oh mein Gott. Okay, ich dachte, du wärst schneller, aber ist nicht schlimm. Es ist normal, es ist Standard. Finde ich komplett in Ordnung. So, jetzt müssen wir irgendwo hier einen Dino finden, ne? Aber ich glaube, das wird schwer wegen dem Spawnblocker. Oh Gott. Irgendwo einer muss hier, aber... Oh! Alles klar, geil! Wir werden angegriffen? Wo? Oder hat er uns nur gesehen? Kann er denn wenigstens gleiten? Oh, hier, was haben wir denn da? Was ist das denn? Dodo! Bitte lass mich raus, bitte! Bitte lass mich raus! Okay, er will nicht. Ah doch, er will es. Was ist da? Okay, Rock Elemental und ein Anzieh-Drex, aber das ist was Rotes. Es ist der Boss Kentrosaurus? Nee. Doch. Zaun? Zaun? Dodo? Hä? What the fuck? Wie komme ich denn jetzt hier durch? Ach hier, ich kann hier durchlaufen. Ups. Warte mal, ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Ich glaube, der Kentro wäre keine gute Idee. Ja, okay, ich könnte Himawari machen, ne? Hallo, komm mal hier rüber. Komm hier rüber, bitte. Irgendjemand.
Anziehen, Drax, du schaffst es nicht. Hallo, bitte, komm mal mit. Ich brauche dich nur als Versuchsobjekt. Ach, bitte, komm mal on. Okay, ciao, ciao. Anziehen, Drax, komm mal mit. Alter Schwede, glaubt ihr, er schafft ihn? So, ich guck mal ganz kurz. So, Ken. Ach, du Scheiße. Oh. Okay, ist nichts. Holy shit. Der Kentrosaurus macht den locker fertig. Was ist denn da hinten? Da ist noch was Rotes. Was ist das denn? Ist das der Alloboss? Jup, Allosaurus-Boss. Alles klar, GG. Warum sind die jetzt alle hier in der Nähe von der Base? Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich muss mit dem Dodo kurz woanders hin, weil ihr seht ja selbst, das ist halt übelst krass. Komm, zack, rauf und wieder runter. Ha, aber ich habe mich voll erschrocken, dass ich da irgendwie durchgehen konnte. Ich dachte, ich pack mich nach vorne. Ha, okay, andere Stelle suchen. So, Dodo, du darfst raus. So, jetzt zeig mal deine wahre Stärke. Es könnte ja sein, sobald mich jemand angreift, dass er irgendwie die Dodos freilässt. Es wäre eine Möglichkeit. Und das werde ich jetzt auch aus... An den Prone Golem jetzt nicht, weil wir wissen an... Ah doch, an dem mache ich ja schon... What the fuck, was war das gerade? Nein, nicht aufstehen. Okay, 1118. Ich hab's verstanden, ne? Okay, er macht so viel. Aber wie rufe ich die Dodos her? Ach, der kleine Giga. What the fuck? Ach stimmt, der kann ja eine neue Attacke. Wie mache ich die Attacke? Ich kann nicht mehr rauf, ich kann nicht mehr rauf. Na, Dodo! Dodo, bitte! Oh, shit! Ah! Ah, nice, nice, nice. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Der ist ein bisschen zu krass. Leute, schreibt auf jeden Fall unten in den Kommentaren, wie mache ich die Attacke mit den ganzen Dodos? Ich habe alles ausprobiert. Alles. Ich... Oh, weg hier! Oh, Dodo, es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich mit dir anstelle, aber es muss sein. Ich muss deine Stärke testen. Dodo, ein bisschen rechts, genau, genau. Super, super. So, ab nach Hause, denn jetzt kann ich ganz kurz mal Captain Barbossa ausprobieren. So, Captain Barbossa hat es endlich geschafft, hier rüber zu kommen. An diesem Golem kann ich jetzt meine Stärke testen. Ich springe am besten auch mal rüber. Oh, er hat es geschafft. So, Kollege, komm mal raus. What? Hä, er ist tot? Hab ich ihn? Ach, Spawnblocker. Okay. Raptoren, kommt mal her hier. Ich will mal gucken, wie stark ich bin. Na, na, na. Oh Gott, ich mach dich schon einfach so tot. Und ich will's noch nicht mal machen. So, C drücken. Nice. Das ist eine Maschine. Och, Raptor, bitte, bitte, lass es, bitte. Ich will dir nichts tun. Okay, aber ansonsten kann er ja wirklich keine Attacke. Okay, die kann er noch. Und ja. Ach, hey. Wartet mal, können wir ihn von hier treffen? Müsste ja eigentlich funktionieren. Aber wie ziehe ich runter? Oh, perfekt. Es tut mir leid. Habt ihr das gehört? Ich liebe diese Geräusche. Okay, diesmal hat er nicht geheult. Wartet mal. Ich kann nach und nach schießen. Ach, das wäre im PvP so geil. Komisch, er kann aber nicht mit Steine werfen. Dafür kann er aber mit Kanonen schießen. So, und da ich ja in der letzten Folge den Apex-Giga nicht ausprobiert habe, gehe ich jetzt ganz kurz zu den Primal-Bossen da drüben hin und schau mal ganz kurz, wie stark der Giga ist. Ich weiß zwar nicht, ob ich es schaffen kann, ob er in Rage-Mode geht, aber eventuell kann er sterben. Aber vielleicht auch nicht. So, Leute, jetzt werden wir sehen, was die Sorania so kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Der müsste ja jetzt eigentlich hier rüberlaufen können, oder? Der ist ja so riesig, der müsste das doch schaffen. Giga, come on. Kannst du nicht springen? Och, come on, bitte. So, Digga, komm her hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kollege! Okay, ich treffe ihn nicht. Ja, Treffer. Kommst du her, kommst du her. 500, 4000, 500, 5000. Er hat keine... Scheiße. Die schönen Items, alle weg. Ach man, aber wie gesagt, den Giga, ihr habt ihn jetzt gerade gesehen, so ein bisschen in Action. Er gibt übelst viel Damage ab. Problem ist halt, ich würde ihn ja jetzt richtig ausprobieren, aber da die Gary jetzt gerade nicht dabei ist, will ich es nicht riskieren, weil, wie gesagt, er kann in Rage Mode gehen und das will ich komplett nicht riskieren. Er tötet mich und er tötet alles, was in seiner Umgebung ist, aber ist egal. Ich habe hier noch was ganz anderes vor. Ihr kennt ja diese Krake in der Wüste, diese Riesenkrake. Die will ich jetzt... eventuell töten, ne? Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe. Und ihn will ich töten, ne? Mit dem hier. Ich weiß ganz genau, ich werde aufpassen wegen Spawnblocker. Warum habe ich so viele Dings in mir? Zack, raus damit. Ne, Apex-Blut. Ach, scheißegal. Können wir alles sammeln. Ich muss kurz...
gewichtlos werden. So, ich bin wieder ein Ticken leichter. Pass mal auf. Und zwar, wir hatten ja im Livestream diesen Dodorex gezähmt. Da haben wir ja auch Kakashi und so weiter gesehen. Der wird jetzt zum Mr. Fister. Aber wie gesagt, ich gebe mir jetzt kurz Energie. Ich glaube eh, dass es halt nichts bringt. Ich mache jetzt halt alles zack, zack, zack. So, was haben wir denn dann? Prime. Okay, nehme ich jetzt vorsichtshalber raus. Kollege, wir müssen ganz kurz darüber. Kannst du darüber fliegen? Tu es für mich. Dankeschön. So. Hier bleiben wir jetzt stehen. Und hier wird er sich verwandeln. Wo befindet sich... Habe ich die Faust jetzt mitgenommen? Ah, nee, da ist er. Okay, Leute, macht euch bereit. Er wird sich jetzt verwandeln. Mr. Fister, zeige dich. Zeige dich, mein Baby. Oh, shit. Wir... What? Er ist genau vor mir. Kollege, du bist etwas zu groß geraten, wa? Alter, wie geil ist das denn? Sitze ich auf seinen Schultern dann auch? Noch besser. Kollege, wir könnten Zwillinge sein, bloß dass ich einen Bart habe und lange Haare. Und du siehst fast so genauso aus wie ich. Schade, dass man den... Wartet mal, kann man den eine Frise aufsetzen? Mal sehen, zack. Ja, okay, das geht nicht, das ist ja ein Helm. Ich muss doch ganz kurz mal was testen, das muss doch funktionieren. Ach, schade, Leute, es funktioniert nicht. Ich wollte jetzt irgendwie, dass ich da was raufsetzen kann, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ist egal, ich werde ihm jetzt XP Potion Tränke geben, weil ich will nicht, dass er mir wegstirbt. Wir versuchen uns ja jetzt gleich am Boss. Und das wird halt so überdimensional heftig. Ich guck mal ganz kurz, ob ich sogar noch mehr habe. Da habe ich noch einen und da habe ich noch drei kleine. Mr. Fister, den nimmst du auch. Oh, 70 Level. Okay, wir pushen ihn nicht komplett hoch. Wir geben jetzt ungefähr ein paar Millionen Leben. Komm, wie viel hast du? Okay, er hat jetzt 1.432.000. Okay, ich level ihn mal ganz kurz aus. So, Leute, Mr. Fister ist bereit. Er hat jetzt 3.5 Millionen Leben. 8.715 Melee-Damage und ich bin gespannt, was er jetzt wirklich damit anrichten kann. Den Boss, den ich jetzt klatschen möchte, wie gesagt, ist die Krake und ich weiß halt nicht, ob wir es lebend da rausschaffen. So, das probieren wir jetzt aus. Kann das sein, dass ich eben gerade genauso groß war wie er? Ich glaube, wir teleportieren uns da mal ganz gut hin. Mr. Fister? Nee, ich bin nicht so groß wie er. Zombie T-Rex, bitte nicht! Ah! Okay. Da du es nicht anders möchtest. So. Alles klar, Leute. Also. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ach du Scheiße, ist er stark. 143.000 hat er, glaube ich, gerade gemacht. Und das nur mit einem Linksschlag. Was macht er denn rechts? Okay, rechts macht... Okay, dann macht er die Attacke. Okay, ich glaube, der kann... Zwei Attacken. Okay, auf X, Y oder und so weiter macht er halt nichts. Aber ist egal. Ich denke mal, mit Rechtsklick und links... Ach, der macht nur die rechte Faust. Schade, die hätten mit Linksklick, hätten sie die linke Faust anpassen müssen, ne? Und mit Rechtsklick die rechte halt so. Wisst ihr? Oh, shit. Na, Leute, we have a problem. We have a problem. Oh, Dodo Wi-Fi. Weg mit dir, weg mit dir. No, der darf mich jetzt nicht kriegen. Ich bin Instant Rip. Oh Gott, Mr. Fister. Wo ist die kleine Höhle? Wo ist die kleine Höhle, wenn man sie sucht? Oh Gott, Bionic Rex. Oh Gott. Oh Gott. Ich will weg hier. Hilfe. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich war... Okay, den müsste ich ja eigentlich schaffen, aber den links da... Oh Gott! Was ist das für ein mächtiger... Ah! Uiuiui! Oh Gott! Scheiße! Ah, kleine Höhle, ich komme! Oh Gott! Okay, er macht nicht... was? No way! Prompt Dodo Wi-Fi, er kann mich... Oh shit! Schnell! Scheiße, wir haben keine Betten da! Okay, Mr. Fister müsste es eigentlich aushalten, das dürfte ja kein Problem sein. Ich muss sofort mit dem Griffin hin. Ach du Scheiße. So, Mr. Fister. Wo bist du? Mr. Fister, du bist doch irgendwo hier unten. Bitte sag, dass du... Also, er muss doch leben. Ich habe noch keine Anzeige bekommen. Problem ist, wo? Wo ist er? Da. Yo, Mr. Fister. Holy shit. Mr. Fister. Nicht dein Ernst. Oh Gott, Latura, der Jebby lebt noch. Alter, wie geil ist das denn? Mr. Fister hat die... Was ist das? Okay, irgendwas krasses. Mr. Fister, hast du gesehen? Klatsch ihm eine, bitte. Bitte. Das darf er nicht machen. Guter Junge. Oh mein Gott. Ich glaube, hätte ich ihn nicht auf neutral gelassen. Okay. Sonst macht das die Gary immer, aber krass. Krass, dass er den hier echt geschafft hat. Hast du irgendwas bekommen, Mr. Fister? Ich komme hier echt nicht weg. Ich muss die Leichen kurz abbauen. Komm her. So, zack. Wo ist meine Leiche?
Da bist du. Ja. Okay, meine Leiche haben wir hier. Zack. Oh, Leute. Das war so knapp. So, Mr. Pfister, zeige mal, was du hast. Ja, Digga, ich glaube, wir sollten mal ganz kurz abhauen. Ich sehe gerade, wir können ja mehrere Sachen in den bauen. Oh! Mr. Pfister, Angriff! Holy shit, der macht alles kaputt. Instant. Okay, Leute, ich muss jetzt ganz kurz irgendwie den... Ich muss den Griffin kurz in Sicherheit bringen und dann kann es losgehen. Ah, Kakashi! Eieiei, what the fuck is going on? Was passiert hier? Weg mit dir! No, Kakashi! Aus, Kakashi! Aus, 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 aus! Oh mein Gott, Leute, was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geschieht hier? Oh Mann, ich habe euch ja gesagt, dass das Spawn wirklich kaputt ist. Ihr seht ja genau, was gerade hier jetzt so im Arsch ist. Ja, ja, ich hoffe, ich überlebe das. Aber ich denke mal, irgendwie wird das schon bis zur Krake, wird das funktionieren. Oh, shit. Okay, der ist nicht schlimm, der ist nicht schlimm. Weg mit dir. Oh, lass mich alle in Ruhe, bitte. Ich gehe mal lieber hier hin. Die sind nicht so gefährlich wie der Giga da. Irgendwie schaffe ich das schon bis da hinten hin. Ja, ja, ich glaube, das wird so ganz gut sein. So, was haben wir denn hier? Ist ja nichts Gefährliches hier. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, alles ganz gut. Ich muss hier weiter höher. Oh Gott. Oh my God. Da ist ein Celestial Griffin. Oh Gott. Mr. Pfister. Komm mal weg hier. Weg, 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 weg. Ist doch ein bisschen zu gefährlich hier. Indominus Rex, kommt mal her hier. Und das ist ja auch so ein Knochenviech. Scheiße. So, weg hier. Leute, wir haben sie gesichtet. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Ich weiß halt nicht, ob wir sie schaffen. Ich schau mal ganz kurz, wie viel Energie sie hat. Sie hat, was? 1, 2, 3, 1, 30 Millionen. Was? 30 Millionen? Wenn ich sie jetzt wirklich nicht schaffe, dann stirbt Mr. Pfister. Und ich gleich mit. Spinebreaker befindet sich auch gleich da. Okay, GG. Ich werde es trotzdem versuchen. So, Kinder, weg hier. Ich brauche ein paar Level. Papa braucht ein paar Level. Oxalei. Das war ich aber nicht. So. Komm, Mr. Pfister, du brauchst ein paar Level. Du brauchst... Was war das für ein hübscher Griffin? Was ist das denn? Ein Eisgriffin. Okay. So, Leute. Ich werde es jetzt einfach versuchen. Ich könnte eventuell eine Möglichkeit haben, abzuhauen. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich es wirklich schaffe. So. Krake. Lauf um dein Leben. Tellurius und Mr. Pfister sind hinter dir her. Oh Gott, die ist ein bisschen groß. Hi, Krake. Und schaff was? Nein, wir müssen weg. Wir müssen weg. Unbedingt weg. Krake, verpiss dich. Ja, 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 Krabbe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä? Ich hab einen bestimmten Damage auf mich gehabt. Oh Gott. No. Mr. Pfister. Nein. Mr. Pfister ist tot. Ach nein, ich muss doch absteigen. Ich bin aus Versehen auf E gekommen. Ach, come on, Mr. Pfister. Ich glaube, das wird er diesmal nicht überleben. Nein, nein. Nein, nein. Der ist Instant Rip. Komm, ich warte nur noch auf die Anzeige. Komm, Mr. Pfister, come on. Du überlebst das, Kollege. Du überlebst das. Ich weiß es. Du machst ihn fertig. Ich weiß zwar da nicht wie, aber er schafft es schon. So, Leute, neue Info. Mr. Pfister lebt jetzt noch. Ich weiß aber nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Jetzt Problem, wo ist die Krake? Okay, die Krake ist noch da. Mr. Pfister? Sie greift dich nicht. Komm mal her, Baby. Komm mal her, Baby. Komm mit mir mit. Komm mit mir mit. Bitte, 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 bitte. Oh, danke schön. Oh, er lebt noch. Oh, ich bin so happy. Aber warum kann ich dich nicht nehmen? Scheiße, ich habe extra Drogon genommen, damit ich ihn packen kann. Aber it doesn't work. Scheiße, okay, Mr. Pfister. Wir müssen zu Fuß laufen. Okay. Wir müssen weg hier. Wir müssen weg hier. Halt! Aus! Mr. Pfister neutral. Okay, Leute, wir müssen ihn kurz wegbringen. Irgendwie. Oh, shit! Drache, aus! Ich weiß nicht, ob Mr. Pfister es schafft. Okay, er könnte es schaffen. Er könnte... Mr. Pfister, wo bist du? Wo ist er? Mr. Pfister! No way! Passiv! 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 Komm mit! No! Ich bin gestunt! Mr. Pfister... Einfach mitkommen, einfach mitkommen. Einfach mir folgen. Der kommt einfach nicht. So, wo ist er denn? Passiv. Komm mit, Kollege, komm mit. Der ist hinter mir her. Okay, ich muss ihn ganz kurz weglocken. Eieiei. So, Kollege, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit.
Einfach mitkommen, einfach mitkommen. Ja, gut machst du das, gut machst du das. Juti, weg. So, wo gehen wir lang? So, kannst ruhig auf neutral, Mr. Fister. Nice, mitkommen. So, Leute, es hat ein bisschen gedauert, dass ich Mr. Fister da wegkriege, aber es hat funktioniert. Problem ist, der wollte die ganze Zeit angreifen, aber er ging noch mal im Passiv. So, jetzt muss ich ihn irgendwie heil nach Hause bringen. Aber ich denke mal, das wird kein Problem sein, denn ich werde jetzt Drogon gleich zurückteleportieren oder ich gehe einfach mit Mr. Fister da hinten zum Teleporter und hau dann ab. Naja, wenn euch auf jeden Fall die ganzen Kämpfe und Mr. Fister gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.